Hallo zusammen, ich habe hier unsere Batteriebox und zwar nicht im ursprünglichen Zustand, sondern ein bisschen modifiziert bzw. umgebaut auf eine Kundenanfrage. Es hat hier eine Lampe gegeben. Hier steht Netzkontrolle und es wurde hier eine Lampe eingesetzt. Wenn es zu einer anderen Serie kommt, wird die wahrscheinlich rund. Und weiter habe ich hier eine Kaltgeräte-Steckdose, wie sie beim Fernseher, beim PC überall vorhanden ist. Wenn ich die jetzt hier einstecke, das Kabel, und das auf 230 Volt, dann passiert Folgendes. Ich habe hier die grüne Lampe, die leuchtet. Und hier auf dem Ausgang habe ich 230 Volt. Und ein internes Ladegerät lädt die Batterie permanent ein bisschen auf. Wir sehen das hier übers App. Wir haben hier eine kleine Ladung von der Batterie von 1,1 Ampere. Wenn ich jetzt das Teil brauchen will als Notstromversorgung bei einem Stromausfall, muss ich den hier auf On schalten und den Wechselrichter kann ich hier ein- und ausschalten. Problem ist, der Wechselrichter braucht ein bisschen Strom. Und wir sehen jetzt, dass hier drauf auf dem Ampermeter brauchen wir nur noch 0,7 Ampere und wenn ich den Wechselrichter ausschalte, geht im Moment, dann geht der Strom wieder hoch auf 1 Ampere. Das interne Ladegerät brauchen wir nur als Schwebelader, als Notstromversorgung und eventuell bei einem Stromausfall zum Wiederhochladen. Da komme ich dazu. Wir schalten den wieder ein. Wir sehen, die Netzkontrolle leuchtet, hier leuchtet es. Wir haben hier die Leistung oder auch die Leistung und die Spannung. Wenn ich jetzt hier hinten den Stecker rausziehe, da ist kein Kabel mehr dran. Nicht irgendwie Hexerei, sondern mit einem kleinen Unterbruch, ihr habt es vielleicht gesehen, wir wiederholen es, geht die Lampe kurz aus und ich habe wieder Strom. Und wir sehen jetzt auch hier, dass die Leistung rausgeht, 53 Watt. Das ist das, was hier diese Lampe braucht. Und wir sehen jetzt auch hier, das sind 5 Ampere mal 12. Also das Display ist nicht ganz genau, aber als Richtwert reicht es. Wir ziehen jetzt hier etwa 60 Watt aus der Batterie raus. Und wir könnten auch hier übers App kontrollieren. 56% der Batteriekapazität ist noch drin. Und sobald wir wieder Strom haben, ich habe hier das Kabel und wir stecken das wieder ein, gibt es ein kleines Umschalten. Und wir sehen auch hier auf dem App wieder, der Strom, der momentan reinkommt, ist 0,5 Ampere. Das heißt, obwohl hier der Strom durchläuft, direkt geschaltet, der Wechselrichter ist in Betrieb, auf Standby und die Batterie wird jetzt langsam geladen. Wenn wir das Gerät so laden, haben wir rund 200 Stunden, wenn sie leer wäre, bis sie wieder voll ist. Wenn wir das Gerät hier abschalten, haben wir etwa 100 Stunden zum Laden. Eigentlich erfolgt das über so ein externes, also ein Ladegerät mit einem Ampere Leistung und so können wir einfach die Stromversorgung, den Standby bei 100% sicherstellen. Wenn wir jetzt aber sagen, ich möchte das Ding
in 5 Stunden hochladen oder 6 Stunden, dann brauche ich ein externes Ladegerät. Das Ladegerät hat hier oben drin nicht Platz, weil Abwärmeplatz und so weiter ist nicht vorhanden. Das heißt, ich kann das hier auch bei meinen 230 Volt anstecken und hier unten bei meinem Dauerstromeingang einstecken. Und wir hören jetzt, das Ladegerät brummt, macht ein bisschen Lärm. Und wir sehen jetzt hier, auf dem Ampermeter lädt das mit knapp 20 Ampere. Also wir nehmen jetzt 20 Ampere auf, also in 5 Stunden, nicht ganz, ist die also ein bisschen mehr, ist die Batterie dann wieder vollgeladen. Wenn ich keinen Strom von hier habe und ich habe hier kein Netzgerät oder Ladegerät, gibt es noch eine andere Möglichkeit, diese Batterie zu laden. Und zwar mit diesem Koffer. Das ist ein Solarkoffer. Das ist ein Solarkoffer 100 Watt. 100 Watt hört sich nicht viel an. Jetzt, wenn es Winter ist, haben wir eine durchschnittliche Tagesleistung, ich spreche vom Januar, von 50 Watt am Tag. Könnt ihr vergessen, da kriegt ihr nichts hier in die Kiste rein. Den Koffer kann ich entriegeln, ich kann den aufmachen. Und der sieht so aus, ich habe hier ein Kabel drin und ich kann den aufstellen und hier sind Füße dran. Dann kann ich den an die Sonne stellen. Das mache ich jetzt und zwar habe ich hier meine Erweiterung. Ich stelle das Teil hier an die Sonne und stecke das hier ein, aber es ist jetzt Dezember und die Ladeleistung ist wahrscheinlich ziemlich genau richtig scheiße. Wir stehen jetzt hier, es ist vor Weihnachten, Dezember. Die Sonne ist kaum sichtbar und das Panel habe ich hier hingestellt. Türe auf, eine direkte Sonneneinstrahlung. Und das Kabel geht hier lang zu der Batterie. Und wir sehen jetzt hier auf dem App, wir haben hier eine Ladung von 0,4, 0,38 Ampere. Jetzt wieder 0. Wenn ich mit diesem Solarkoffer jetzt diese Batterie laden möchte, im Dezember, Januar, dann brauche ich 20 Tage. Also das heißt, die Leistung, die hier vom Solarpanel reinkommt, ist sehr dürftig. Wenn ich diese Batterie laden möchte im Juni, Juli, August, dann brauche ich einen Tag und kann damit dann bereits eine Kühlbox betreiben. Dazu gibt es irgendwann später ein anderes Video. Weiter geht's, die jetzt noch dran sind. Wir haben hier diesen Ausgangsstecker, den gibt es natürlich für Deutschland logischerweise mit Schoko. Ich habe hier den Lüfter für den Wechselrichter, der hier drin sitzt. Ich habe hier einen Zigarettenanzünder. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier einsteckt und ich schalte den Hauptschalter ein, habe ich da 12 Volt. Ich könnte zum Beispiel ein Handyladegerät auf 12 Volt damit betreiben. Auch wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist. Ich habe einen zweiten Ausgang und ich habe hier einen USB-Anschluss. Also ich brauche eigentlich kein Handyladegerät, aber sowas. Hier kann ich damit
wenn Notfall ist, ein Laptop oder ein iPad oder so irgendwas betreiben oder wenigstens laden. Zur Netzkontrolle, das hatten wir schon, das ist Kontrolle, sobald 230 Volt liegt, der Hauptschalter, der Wechselrichter, hier kann ich den einschalten, ausschalten, geht einen Moment und dann habe ich hier oben Spannung und kann damit einen Kühlschrank betreiben. Ich kann damit eine Brotbackmaschine betreiben, eine Kaffeemaschine. Ja. Weiter habe ich hier hinten einen Ausgang, der ist der untere, der ist Dauerausgang und der obere Ausgang geht über den Hauptschalter. Also das heißt, ich könnte hier oben zum Beispiel eine Kühlbox anhängen auf 12 Volt. Und auf der hinteren Seite habe ich den 230 Volt Eingang und den zweiten Lüfterausgang für die Belüftung vom Wechselrichter. Wenn ihr Fragen habt, technisch und so weiter, unten dran in die Kommentare schreiben. Andere Videos, hier verlinke ich euch die Playlist. Preisliste auch unten im Kanal, aber nicht von dem, sondern das ist wirklich jetzt eine Sonderanfertigung. Wir sind ja in der Lage, Sonderanfertigungen zu bauen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.